Ich habe mich gefreut, um heute da zu sein, weil ich überzeugt bin, dass ein Wort Macht haben. Und ich darf heute ein paar Worte an euch richten, an uns. Ich schließe mich da vollkommen mit ein. Worte haben Macht und Worte lösen in uns Menschen drin etwas aus. Es klingt etwas an. Es lässt in uns oder an etwas, in uns oder an uns etwas passieren, wenn Worte uns zugesprochen werden oder Worte auf uns einprasseln. Dabei löst aber nicht jedes Wort bei uns allen das Gleiche aus. Das hat dann stark mit unserer Lebenssituation zu tun, mit unserem Werdegang, mit Sieg, wo wir schon errungen haben, mit Niederlagen, wo wir schon eingesteckt haben, mit Verletzungen, wo wir mit uns herumtragen, mit Heiligen, wo wir schon erfahren haben, mit Haltung, wo uns ausmacht, wo uns prägt und viel mehr. All das zusammen schwingt mit und erzeugt in uns drin eine Resonanz. Wort haben Macht. Und jetzt haben wir im Laufe der Allianz-Gebetswoche, wo da ja wegen der Situation, wo wir drinstecken, auch besonders abgelaufen ist, haben wir verschiedene Worte gehört, gelesen, betet. Wir sind unter dem Motto Wort, das Buch der Bücher, durch die Woche durchgegangen und haben überlesen, überlassen, überarbeitet, denken, leben, einladen, erleben, nachdenken und heute geht es ums Teilen. Teilen. Was klingt in dir drin an, wenn du das Wort hörst? Teilen. Klingt eher noch Verlust an oder Gewinn? Verlierst du beim Teilen etwas? Weil du ja nur noch einen Teil davon hast? Oder gewinnst du, weil Teilen mehr Teil ergibt? Hast du vielleicht als Kind immer müssen teilen? Darum bist du heute vielleicht eher dort, dass du ein bisschen für dich behaltest? Oder haben Erfahrungen, die du mit Mitmenschen gemacht hast, die mit dir geteilt haben, haben die dich heute zu einem grosszügigen Teiler, zu einer grosszügigen Teilerin werden lassen? Teilen. Was klingt da an, wenn du das Wort hörst? Ich möchte mal einen kurzen Moment von der Stille geben, um einfach schnell in dich einlassen. Was klingt da an? Teilen. Der Predigtext von heute, der steht im Philipperbrief, gerade im ersten Kapitel, Verse 3 bis 7, wo ich heute nehme. Und der Philipperbrief, der hat Paulus ja geschrieben, wo er gefangen war. Er hat den Brief aus dem Gefängnis rausgeschrieben, weil er Jesus-Nachfolger war, hat man ihn gefangen gesetzt, weil er teilt hat, wann er mit dem Evangelium erlebt hat, wann er durchs Evangelium erlebt hat. Überall, wo er hergekommen ist, hat er die wunderbare Botschaft mitteilt und durch das mit anderen Leuten und Menschen teilt. Und das hat ihn ins Gefängnis gebracht. Aus der Gefangenschaft heraus schreibt er den Brief an meint in Philippi und dankt ihnen für den wertvollen Beitrag, wo sie leistet. Zu der Gemeinde in Philippi hatte Paulus ganz eine besondere Verbindung gehabt. Von dieser Missionsreise her, die etwa 10 Jahre zurückgelegen ist, wo er dann den Brief geschrieben hat, wo ihn eine besondere Verbundenheit mit dieser Gemeinde wirklich auch ausgemacht hat. Und so schrieb er aus dem Gefangensein aus den Menschen in Freiheit und dankt ihnen und lobt sie für ihres Unterwegs
sie, für die Unterstützung, die sie ihm entgegenbringen, für die praktische Hilfe, die finanziellen Mittel, die sie ihm zur Verfügung stellen, auch in dem Gefängnis drin, in dieser Gefangenschaft drin, wo er gelebt hat. Und vielleicht fühlst du dich diese Tage ja auch so ein bisschen gefangen. Oder wenn du jetzt gerade auf die neuen Massnahmen schaust, die morgen in Kraft treten und bis Ende Februar sollen gelten, vielleicht hast du auch irgendwie den Eindruck, mal, all die Einschränkungen, die Verordnungen, die nehmen mich irgendwo gefangen. Wir haben es vorher vom Christoph schon gehört, vielleicht kommen die Gefühle von der Angst auf oder von der Unsicherheit, also eben Einschränkungen, die dich ausmachen. Der Paulus, der ist wirklich gefangen gewesen. Der ist echt im Knast gehockt und dann schreibt er seinen Freunden, ich lese uns da ab dem Vers 3 vom ersten Kapitel, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ich euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der jetzt etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird bis zu jenem großen Tag, bis er es zum Abschluss bringen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich frei bin und für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer wieder beteiligt ihr alle euch an diesem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Ganz gewaltige Worte, wo uns da begegnet. Oder Paulus aus der Gefangenschaft an seine Freunde, an seine Geschwister in Philippi richtet. Paulus hatte ja allen Grund gehabt, zum Jammern. Er konnte jammern über die Juden, die ihn verfolgt haben. Er konnte jammern über die Römer, die ihn gefangen genommen haben. Er konnte jammern über das System, wo er drin gelebt hat. Er hätte können jammern über das Gefängnis, wo er da erlebt hat. Er konnte jammern über Gott, wo ihm das alles zumutet und das erleben lässt. Er hat doch seine vielversprechende Karriere als Pharisäer hat er an den Nagel gehängt, weil er Jesus nachgefolgt ist. Er hat viele von seinen Freunden verloren, weil er sich für Jesus entschieden hat und mit ihm das Leben gelebt hat. Mutig ist er für das Evangelium eingetreten von diesem Moment an. Da und dort hat er für das auch mal jemand eins auf den Deckel bekommen. Er ist verfolgt worden, ist von Hunger geplagt worden. All das hat er im Namen von Jesus auf sich genommen, von Herzen gern gelebt und tun. Und er hat doch wirklich allen Grund gehabt zum Jammern, weil Gott hätte doch jetzt einmal ein bisschen etwas für ihn tun. Ist doch jetzt nicht nötig, dass er auch noch mal in die Kiste hocken und zurückgebunden wird und das Evangelium nicht kann weiter predigen. Seine Gaben, die er geteilt hat. Seine Zeit, die er geteilt hat. Seine Freunde, sein Leben, das er geteilt hat. Ja, er hat wirklich allen Grund gehabt, zum Jammern in dieser Situation, aber er hat es nicht gemacht. Und an dieser Stelle hat mich Jesus in den letzten Tagen ganz persönlich überführt oder auch angesprochen. In unserer Familienandacht am Mittagstisch ist es ums Jammern gegangen. Und zwar dort ums Volk Gottes in der Wüste, da ist uns ja hinlänglich bekannt, wie gut, dass sie haben können jammern dort. Und dann ist es so als Erklärung in dem Buch drin, wo wir miteinander lesen, dann gestanden, das Problem ist, dass wir mit Jammern die Atmosphäre vergiften. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten führte, dauerte ihre Dankbarkeit immer nur bis zur nächsten Klage. Sie jammerten, weil sie Hunger hatten. Und Gott gab ihnen zu essen. Dann jammerten sie, weil sie Durst hatten und Gott gab ihnen zu trinken. Aber ihnen fielen ständig neue Klagen ein. Wenn wir ständig jammern, kritisieren wir damit Gott.
ständiges Jammern beweist, dass wir nicht dankbar sind für das, was Gott getan hat, was er tut und tun wird. Die Worte haben mich ganz persönlich direkt angesprochen. Sie fordern mich raus. Dort, wo ich ein Jammerer bin, am Jammern über die Corona-Massnahmen, die mich an vielen Punkten einfach angurken. Am Jammern manchmal auch über Sachen in der Gemeinde, wenn sie nicht so laufen, wenn ich gern hätte, dass sie würden laufen. Manchmal auch am Jammern über Menschen, die mich nerven und so weiter. Aus dieser Andacht heraus habe ich für mich ganz persönlich mitgenommen. Oder ja, habe gesagt, mal, da möchte ich daran arbeiten, dass ich nicht mehr oder einmal zumindest weniger will jammern. Dass ich nicht will, einer sein will, der Atmosphäre vergiftet. Dass ich nicht will, Gott kritisieren. Vielmehr will ich ein Ermutiger sein. Und ein Better. Und da hat sich dann in der Predigtvorbereitung die Tage gerade nochmal vertieft, verstärkt, weil mir der Paulus da in Philipper 1 drin genau als das begegnet, als Better und als Ermutiger. Obwohl er im Knast gehockt ist, obwohl er alle Grund hatte zum Jammern, obwohl es nicht so gelaufen ist, wie er sich gewünscht hat oder wie er sich seine Gaben noch viel mehr können einsetzen konnte, er hat nicht gejammert. Er hat aus der Gefangenschaft raus die Menschen in Freiheit ermutigt. Er hat sie gelobt. Er hat ihnen gedankt für ihren Dienst, für all das, was sie gemacht haben und machen, dass sie mit ihm teilen und ihm helfen, auch aus der Gefangenschaft raus Evangelium zu verbreiten. Immer wenn ich an euch denke, danke ich Gott für den Dienst, den ihr tut, für euer Dasein. Ich danke Gott für euch als Glaubensgeschwister, ganz so, wie es uns in dem alten Sprichwort ihnen begegnet. Danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Jammern vergiftet Atmosphäre. Blären zieht dich nur in Abgrund. Aber danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben. Ja, und dann sagt er, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Philipper Christen haben die frohe Botschaft gehört, eben hier vor 10 Jahren. Sie haben sie angenommen, sie haben sie für sich in Anspruch genommen, aber mit dem ist es für sie offenbar nicht zu Ende gewesen. Sie haben sich nicht zurückgelehnt im Wissen, jetzt bin ich ja gerettet, jetzt habe ich ja Heil erfahren, wenn ich stirbe, komme ich dann in den Himmel und dann ist alles gut. Nein. Vom ersten Tag an bis jetzt, sagt der Paulus, habt ihr euch mit mir für die Verbreitung vom Evangelium eingesetzt. Ihr habt mit mir geteilt. Eben, praktische Hilfe, finanzielle Mittel, aber auch die Botschaft vom Evangelium. Die frohe Botschaft habt ihr mir geholfen, sie mitzuteilen. Und ihr selber seid auch so unterwegs. Sie haben Vergebung von der Sünde. Versöhnung mit Gott auch anderen Menschen zugänglich gemacht. Das unbezahlbare Geschenk, der riesige Schatz, haben sie nicht nur für sich behalten, sondern ihn mit anderen geteilt. Und in der Verbindung mit dem Paulus zusammen vielen Menschen mitteilt. Für viele Menschen zu einem unbezahlbaren Schatz gemacht, wo sie selber haben dürfen Anteil haben. Und das erfüllte Paulus mit großer Freude. Und darum betet er anhaltend für sie und er ermutigt sie und er fordert sie liebend raus, so auch unterwegs zu sein. Und ich glaube, Freude ist gerade an diesem Punkt ein sehr gutes Stichwort, am Punkt vom Teilen und vom Betten. Wenn wir Menschen nämlich in Not sind, wenn es uns nicht gut geht, wenn es schwierig ist, dann treibt uns das fast automatisch ins Gebet
und in die Nähe Gottes. Wenn wir eine Antwort suchen und unbedingt Wegweisung bräuchten, wenn wir um Heilung ringen, weil wir krank sind und Schmerzen uns plagen, wenn wir um eine Lösung von einem Problem besorgt sind, dann treibt uns das ins Gebet. Dann kommen wir zu Gott, weil wir merken, nur er kann uns darin helfen. Selber kommen wir die Situation nicht in den Griff. Über das treibt uns ins Gebet. Aber wenn keine Not vorhanden ist, wenn keine Schmerzen da sind, wenn es gerade keine Frage zu klären gibt, wo wir gerne Wegweisung hätten, dann sind wir Menschen so, dass es uns nicht unbedingt so ins Gebet drängt. Dass es dann schnell nicht mehr so wichtig zu sein scheint oder nicht zuvorderst oder es eben nicht auf unsere Lebensbühne schwappt, weil wir gerade mit allem anderen ein bisschen beschäftigt sind und besorgt sind. Der Paulus sagt, Freude über euch, die lässt mich beten. Freude haben an euch, meine Mitchristen, Freude daran, dass ihr teilt mit mir, dass wir zusammen können teilen, die Botschaft teilen. Freude über Menschen, Freude über Situationen, Freude über die Entwicklung der Gemeinde, Freude, wo der Paulus dazu drängt, zu teilen und zu beten. Freude, ein gutes Stichwort, eine Triebfeder fürs Gebet und fürs Teilen. Dankbar sein, fröhlich sein über Gott und die Menschen. Und dann geht er weiter und sagt, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird. Was für eine gewaltige Zusage, was für eine wunderbare Hoffnung begegnet uns da in dieser Aussage vom Apostel. Dass Christus das gute Werk, das er in den Philippern drin angefangen hat, auch wird zum Ziel bringen und vollenden. Eine mega Gewissheit, eine tiefe Zuversicht. Und jetzt ist es ja so, dass Christenheit schon so oft darüber philosophiert hat, theologisiert hat, diskutiert hat, sogar gestritten hat, ob ein Mensch, der Heil Gottes erfahren hat, das Heil jemals wieder kann verlieren. Der Paulus sagt doch da ganz klar in dem Text drin, ja, wenn Gott etwas Gutes in euch drin angefangen hat, ich bin überzeugt, er wird es auch vollenden. Oder wir kennen die Stelle aus Römer 8, wo er sagt, nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen, weil sie uns so allumfassend ergriffen hat. Und es gibt noch so viele Stellen mehr im Neuen Testament, die in diese Richtung, in dieser Hinsicht Aussagen machen. Für mich ist der springende Punkt in dieser Diskussion gar nicht der, ob ein Mensch das Heil wieder kann verlieren oder nicht. Ich lese im Neuen Testament drin, nämlich sehr wohl, dass wer glaubt und getauft ist, dass der Rettung erfährt. Dass dem Heil Gottes sicher ist. Ich lese aber gleichzeitig auch, dass unser Leben wie ein Lauf ist und nur wer ihn vollendet und wer durchs Ziel läuft, wird den Siegespreis ererben und bekommen. Ich lese beides. Wichtig scheint mir zu sein, dass Gott Leben mit uns will teilen. Ewiges Leben. Sein Leben mit uns will teilen. Und das ist eine Beziehung. Das ist Leben. Das ist nicht ein punktueller Moment, wo ich mich einmal schnell ergriffen von irgendetwas bekehrt habe, sagen wir es mal mit dem Wort. Sondern das ist Beziehung. Das ist Leben. Das ist Teilen. Und eben ewiges Leben teilen, wo Gott mit mir gern möchte. Er geht so weit, dass er seinen Sohn in die Welt einschickt, damit er stellvertretend an meiner Stelle sein Leben für mich hingibt. Er trägt meine Schuld mit sich ans Kreuz. Er trägt an meiner Stelle Konsequenzen für meine Sünde. Er zahlt meine Rechnung.
Er besiegt den Tod und aufersteht zum neuen, zum ewigen Leben. Und dann lädt er mich ein, im Glauben anzunehmen, was er da Wunderbares für mich gemacht hat. Er gibt mir Anteil an dem ewigen Leben, wo er für mich erstorben hat. Ewiges Leben, wo er mit mir möchte teilen. Ich glaube, kein Mensch, der Anteil gefunden hat, bekommen hat an dieser Ewigkeit, kann das ewige Leben wieder verlieren. Ich glaube aber auch, dass die Möglichkeit besteht, dass ich das Anteil habe, wie kann zurückgeben. Weil es mir nichts mehr sagt. Weil ich nichts mehr mit dem Teilen will zu tun habe. Weil das Anteil haben am Reich Gottes kein Teil mehr von meinem Leben ist. Ich glaube, die Möglichkeit besteht. Aber Gott will Ewigkeit und ewiges Leben mit mir teilen. Und dort, wo ich mich darauf einlasse, bin ich mit dem Paulus zusammen vollkommen überzeugt, dass das, was Gott Gutes in uns drin angefangen hat, dass er das auch wird zum Ziel bringen, dass er das auch wird vollenden, bis zu dem Zeitpunkt hin, wo Jesus Christus wiederkommt. Auch wenn ich jetzt und da in meinem Alltag drin versäge, wenn ich in dieser Beziehung drin, in dem Anteil habe am ewigen Leben Gottes drin, wenn ich da drin versäge, wenn ich Fehler mache, wenn ich schuldig werde, wenn es mir nicht gelingt, so zu leben, dass Gott Freude an mir hat. Ich glaube auch dann, steht Gott zu mir und zu seinem Wort. Und ich bin vollkommen überzeugt, dass er mit mir und mit jedem von uns zum Ziel kommt. Dort, wo wir das teilte Leben von ihm in Anspruch nehmen, wo wir uns ihm hingeben und auf ihn einlenden. Und dann sagt der Paulus, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Ich habe bereits gesagt, dass Freude ein gutes Stichwort ist, wenn es ums Teilen und das Betten geht. Ein zweites gutes Stichwort, wo uns da in dem Text drin begegnet, ist die Liebe. Ich habe euch so ins Herz geschlossen. Darum ist es für mich selbstverständlich, sagt der Paulus, selbstverständlich, dass ich an euch denke und für euch danke, dass ich voller Zuversicht euch ermutige in eurem Leben und unterwegs sein, in Höchst und Tiefst. Ganz egal, ob ich im Moment gerade inhaftiert bin oder ob ich frei bin, das ist gar nicht relevant. Wir gehören zusammen. Wir teilen das Leben zusammen, in Hoch und Tief. In Herausforderungen, wie im Festen, im Feiern, wie im Traurigsein. Wir teilen unser Leben. Wir teilen auch unsere Vision und den Auftrag, den Gott uns mitgegeben hat, dass wir Gottes Botschaft sollen in die Welt tragen. Dass noch viele Menschen an dieser Gnade Gottes Anteil überkommen. Dass noch viele Menschen sich beteiligen an dem Leib Christi. Und da treffen wir jetzt erneut drauf. Der Paulus hat allen Grund zum Jammern, zum Traurigsein, zum frustriert in seiner Zelle hocken. Aber das macht er nicht. In dieser Hinsicht ist es ihm völlig egal, ob er gefangen ist oder ob er frei ist. Viel wichtiger ist es ihm, seine herzliche Liebe, seine Geschwister, die können zum Ausdruck bringen. Er hat sie so in sein Herz geschlossen, dass sie das gemeinsam, da wo sie gemeinsam teilen, eine Lebensgeschichte, eine Vision, ein Auftrag, dass das über all dem steht, wo er und sie in dieser Zeit am Erleben sind. Und vielleicht
könnten wir da gerade noch mal etwas ganz Praktisches auch für uns rausnehmen. Dort, wo wir uns als Mitgeschwister ins Herz geschlossen haben, wo wir füreinander leben, miteinander teilen, dass wir einander ermutigen, dass wir füreinander da sind, dass wir einander die Zuversicht zusprechen, wie sie uns von Paulus her begegnen. Auch wenn wir uns vielleicht nicht leibhaftig sehen können, sondern einfach zuhause am Bildschirm mitschauen. Die Philipper Christen haben den Paulus im Gefängnis unterstützt mit tatkräftiger Hilfe und mit finanziellen Mitteln. Auch das könnte ein ganz spannender Aspekt sein, dort, wo wir uns nicht Sonntag für Sonntag im Kirchengebäude treffen können. Ein Bewusstsein füreinander, dass wir Leben teilen, dass wir Vision teilen, dass wir Glauben teilen, dass wir ermutigend miteinander unterwegs sind und bettend füreinander einstehen. Ich habe mit euch geteilt, wo Gott mich ganz persönlich in den letzten Tagen angesprochen und herausgefordert hat, dass ich weniger will jammern, dass ich keine Atmosphäre will vergiften und Gott nicht will kritisieren, sondern vielmehr ermutigend und bettend will unterwegs sein. Und ich lade dich ein, dass du es mir gleich tust. Ich habe euch mitgeteilt, dass der Paulus trotz misslichster Lebensumstände dankbar, voller Freude, mit einer grossen Überzeugung und mit einem Herz voller Liebe für seine Glaubensgeschwister, die eingestanden ist, bettet hat, sie ermutigt hat. Nehmen wir uns doch auch an ihm ein Vorbild. Lassen wir uns von ihm inspirieren und probieren das genau gleich auch aus. Und dann lade ich uns alle ein, zu teilen. Ich bin eingestiegen mit der Frage, was das Wort bei dir auslöst. Und vielleicht hat das Wort bis dahin einen schwierigen, vielleicht sogar einen schlechten Beigeschmack ausgelöst in deinem Leben. Aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast, aufgrund von Lebenswegen, wo du schon gegangen bist. Das kann durchaus sein. Aber dann lade ich uns ein, lade ich dich ein, dass wir doch dem Wort ganz eine neue Resonanz verleihen in unserem Leben drin. Dass das ganz neu Anklang findet in unserem Leben drin. Dass wir Liebe, hoffnungsvolles, überzeugt sein und Freude, die gewaltige Botschaft, die wir in Jesus Christus dürfen, das Gute, wo Gott in dieser Welt und in unserem Leben drin tut, da hat und tun wird, dass wir all das können teilen, mitteilen anderen Menschen. Das freimachende Evangelium, dass wir diese Wahrheit teilen. Und zwar in dem, dass wir darüber reden, und genauso in dem, dass man es lebt. Ich als einzelner Christ, wir als Gemeinde oder wir sind in der Allianz-Gebetswoche als Allianz Sulgen und Umgebung, als Schweizer Allianz, als weltweite Allianz der Christenheit teilen. Damit noch viele Menschen dürfen Teilhaber werden an dieser Gnade Gottes, an dieser Gnade, die kein Ende hat. Und jeden Morgen neu ist. Amen.